Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, Friends. Wir geben uns heute endlich von Asche Shuriken Feed JT. Wir haben, glaube ich, noch vier Sachen von ihm insgesamt, die wir abfrühstücken müssen und werden. Für Kanalmitglieder sind die anderen Asche-Sachen Friedlandstraße, Verhör und der dritte. Schon online, checkt das gerne ab, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht, ansonsten geben wir uns jetzt hier, wie gesagt, Shuriken Feed JT. Sagt mir gar nichts, JT, ich kenne nur einen Beat-Producer, der so ähnlich heißt, glaube ich. Aus dem amerikanischen Raum, glaube ich. Der hat mal irgendwas für Logic und für... Ich glaube für Logic, ich glaube bei Logic habe ich die gehört, ich weiß es nicht genau. Wir hören auf jeden Fall einfach mal rein, ich bin sehr gespannt, ich freue mich, dass wir das aufholen werden. Und Link zum Original ganz oben in der Beschreibung, genauso wie der Amazon-Link zu den Boxen, falls noch welche verfügbar sein sollten. Ich würde sagen, Friends, wir hören rein, let's go. Das einzige produziert ist es von, das müssen wir noch nachschauen, Freunde, Video von Ockern, produziert von Asche und Johnny Instrument. Let's go. Sehr schöner Beat direkt, Mann. Es geht um Rap und darin bin ich für dich wie Saitama. Du kleine Fotze machst auf Ghetto, doch lebst wie ein Farmer. Asche erstmal, was soll man sagen, Freunde? Sehr, sehr. Ja, doch, sehr, sehr schöner Mann. Wäre auch direkt ein Poster, Bruder, diese Augen. Schön, einfach schön. Mir gefällt der Flow, sehr angenehm. Es ist so ein bisschen, es ist schon so sehr melodisch, so leicht mit Gesang angehaucht. Das finde ich schön. Es geht um Rap und darin bin ich für dich wie Saitama. Du kleine Fotze machst auf Ghetto. Wie Saitama. Nice, Mann. One Punch Man. Du doch lebst wie ein Farmer. Du stehst auf Markensachen. Ich schau die Baki-Staffeln. 2021 Ghetto Rap in Badelatschen. Bruder, ich hab's noch nie hinbekommen, in einer Russenhocke richtig zu sitzen. Ich weiß nicht, ob ich einfach wahrscheinlich zu ungelenklich bin, aber ich krieg's nicht hin. Asche Stimme wird zum Hypnotizer. Du willst weg zur Straße, sehe ich aus dem TripAdvisor. Heul bitte leiser, ich bin für die Kids ein Star, denn wurde ich einmal umarmt, dann nur wenn Schwitzkasten gab. Ich bin genau das Gegenteil vom Playlisten-Sound, aber dafür hab ich Muskeln und das Weightliften drauf. Asche ist die Speerspitze. Ey, Asche kommt schön auf solche Beats irgendwie immer. Fick mal deine Herkunftswitze. Deine Scheißkarriere wackelt wie eine Testotitte. Du herpest Lippe, leckst an Schuh soll von Bugattis. Ich war nie ein Rapper, ich war wie Naruto Uzumaki. Asche mit dem... Ah, das haben wir doch immer im Auto gehört, dieses mit diesen Scratches. Ich war nie ein Rapper. Ich war Naruto Uzumaki. Ah, das haben wir in den Scratches immer gehört, am Ende, glaube ich, bei der Albumpromo. Wächst ein Schuhsohl von Bugattis. Ich war nie ein Rapper, ich war wie Naruto Uzumaki. Asche mit dem Modelface. Ja, ich bin's wirklich. Pussy Magnet, die Bischt, Smoke, der Schamlippen Piercing. Wie was? Ja, ich bin's wirklich. Pussy Magnet, die Bischt, Smoke, der Schamlippen Piercing. Ei, kann das irgendjemand rückspulen, hier rückwärts abspielen? Ich ging meinen Weg immer, egal auf wie hässlich. Habe viel zu oft dem Falschen getraut. Sie werfen meine Fehler wie ein Schuriken technisch. Versuche mich zu treffen, doch ich renn geradeaus. Wenn der Schuriken losfliegt, tropft das Blut auf die Nikes in Weiß. Und ich merke, ich bin der letzte Shinobi. Okay, also ich fand den Anfang, der Hook gar nicht so geil. Den Übergang vom Part zu Hook habe ich nicht so gefühlt. Aber dann, wo der Beat wieder richtig einsetzt, kommt der Typ echt übertrieben gut irgendwie. Zu treffen, doch ich renn geradeaus. Jetzt. Wenn der Schuriken losfliegt, tropft das Blut auf die Nikes in Weiß. Und ich merke, ich kannte den gar nicht vorher. Wenn der Schuriken losfliegt, zwischen tausend Schlangen, sie wollen an meinen Nikes. Und sie fliegen immer. Wenn der Schuriken losfliegt, sie läuft die Feine und sie zahlen den Preis. Fühl ich. Und ich habe auch gespürt, sie wollen mich tot sehen. Doch heute sind es sie, sterben von Neid. Während du mit deinen reichen Freunden Weißwein trinkst, steh ich besoffen auf der Party in der Muay Thai Stance. Asche, ich werd jede Woche angezeigt. Fick dein Army-Style, ich bring deutschen Rap den Sparring-Vibe. Ich mach 100 Lied. Nice, Mann. Ey, ich finde irgendwie diesen Vibe, den er transportiert. Ich weiß nicht warum, aber ich krieg gerade Kollege Herbst-Vibes ein bisschen. Also, es hat gar nichts damit zu tun, so, und es hört sich auch nicht ehrlich an, aber ich krieg irgendwie diese Vibes, weil das auch so ein schön melodischer Beat irgendwie ist. Und dann so ein Straßenrapper wie Kolle und Asche ist halt Sinn drauf zu hören. Ist irgendwie angenehm und ich finde die Hooks sehr, sehr schön. Also, es ist so ein gutes Gegenstück zu den Parts von Asche. Jede Woche angezeigt, fick dein Ami-Style. Ich bring deutschen Rap den Sparring-Vibe. Ich mach 100 Liegestütze und dann fick ich dich. Du Inzestkind, ich komm an dir und bitte nicht. Mach nicht auf hart gesotten, ich brech dir dein Nasenknorpel. Was bleibt es Asche wie... Nasenknorpel. Ich brech dir dein Nasenknorpel. Knorpel ist irgendwie immer eklig, finde ich. Immer wenn man an Knorpel denkt, ekelt man sich. Also ich zumindest.
wenn man, es gibt nichts Schlimmeres, finde ich. Alte Leute mögen das manchmal. Alte Leute sagen, das ist der Crunch. Aber ich hasse das, wenn man irgendwie Fleisch isst und dann auf Knorpel beißt. Das hat man, habe ich mittlerweile nicht mehr so oft, aber als Kind hatte man das eher, wo man vielleicht auch nicht selber entscheiden konnte, welches Fleisch man holt. Wobei es bei günstigerem Fleisch eher zu Knorpel kommt, habe ich das Gefühl. Aber das war das Ekligste. Du isst so Fleisch und auf einmal hast du so ein Knorpel-Ding drin. Wird die Kirsche auf der Sahnetorte. Du kriegst Stiche wie im Westenbau. Und du kleine Fotze fängst zu zittern an wie Espenlaub. Ich mach den Ghetto-Sound, auch wenn sie mich ausgrenzen. Jeden Tag in Faust kämpfen, wie Kids in Southampton. Damals noch im Renault Clio durch Odessa. Heute stilvoller Verbrecher, so wie Vito Scaletta. Über Nacht zum Rapstar. Es ist einfach irgendwie schön. Es ist ein schönes Feeling, was er transportiert. Und sie kennen meine Beats, wurde vom Knassi zum Model, so wie Jeremy Meeks. Jeremy Meeks. Oh, Jeremy Meeks, war das der? Wartet. Entweder. Okay, ich habe zwei Theorien. Entweder dieser eine Typ mit der Glatze, sag ich mal. Wir googeln den jetzt einfach, scheiß drauf. Dieser eine Typ mit der Glatze, der so eine Narbe im Auge hat, den kenne ich. Jeremy Meeks. Oder dieser junge Typ von TikTok, den alle verteidigen. Ja, es ist der, den ich meinte. Es ist der, den ich meinte. Den meinte ich, Mann. Das ist viral gegangen. Ah, es war keine Narbe, es war einfach die Knastträne. Na, wobei doch, er hat auch ein, zwei Narben. Ja, Mann. Da sieht er, das ist so ein bisschen schon die abgecrackte Version von ihm. Hier, muss man sagen, schöner Mann. Aber hier irgendwie ein bisschen, weiß nicht. Aber ansonsten, hallo, halli, hallo, halli, hallo, hallöchen. Kennt man. Ich ging meinen Weg immer, egal auf wie hässlich. Also den Einstieg finde ich immer noch nicht nice, das ist mir zu gepitcht und getuned und so. Aber wenn der Beat wieder richtig einsetzt, kommt er gut drauf. Habe viel zu auf den Falschen getraut. Sie werfen meine Fehler wie ein Schuriken technisch. Versuchen mich zu treffen, doch ich renn gerade aus. Wenn der Schuriken losfliegt, taucht das Blut auf die Neck ist in Weiß. Und ich merke, ich bin der letzte Shinobi. Zwischen tausend Schlangen, sie wollen an meinen Hals. Und sie fliegen immer. Wenn der Schuriken losfliegt, sie läuft die Feine und sie geile Melodie. Den Preis. Und ich habe oft gespürt, sie wollen mich tot sehen. Doch heute sind es sie, die sterben von Leid. Ey, wirklich eine schöne Melodie, Mann. Eine schöne Melodie. So Asches Märchenstunde-Melodie. Asche hat Beat produziert, nebenbei Märchen vorgelesen. So eine Vibes kriege ich hier. Nice, Mann. Okay, ey. Friends, das war's jetzt ja quasi schon. Daumen oben nicht vergessen, ganz wichtig. Ansonsten, Freunde, was soll ich sagen, Mann? Sehr, sehr schöne Melodie, schöner Beat. Die Parts an sich waren jetzt nicht krass außergewöhnlich, aber der Vibe hat gestimmt irgendwie. Das ist bei mir immer an allererster Stelle. Und JT kannte ich vorher gar nicht. Schreibt mir gerne rein, ob ihr den vorher kanntet, ob man den kennen sollte, müsste oder hätte kennen können. Und ansonsten hat er aber eine gute Ergänzung reingebracht, fand ich. Und das war ein schön vibiger Track irgendwie. Ich habe, wie gesagt, Kolle Herbst-Vibes ein bisschen bekommen. Keine Ahnung. Freunde, lasst mir auch natürlich gerne in den Kommentaren. Damit checkt noch die anderen Videos ab. Seid gespannt darauf. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.